Ja, und wir sind Artwai und freuen uns hier für dieses Interview bei Tenant Place. Artwai steht eigentlich sozusagen für die Frage Kunst, wieso, was genau ist Kunst und alles. Und wir wollen halt nochmal mit diesem Namen sozusagen mal, wir wollen es einfach nur in den Raum werfen, diese Frage. Aber gleichzeitig stellen sie eben diese Frage Ja. nach der Kunst. Und das ist quasi dieser Zwiespalt, in die wir die Zuschauer dann locken und in dem wir uns dann freuen letztendlich, Ja. weil es auch nach außen vermittelt, wir führen eine Diskussion über Kunst, über Musik und hinterfragen. Artwise ist, denke ich, ein guter Name. Das ist zusammengeschrieben, es ist prägnant. Also es geht viel auch um Vorstellungen, um Werte. Es geht eben auch um politische Themen. Also es gibt durchaus eine politische Dimension in den Texten, aber es geht natürlich auch viel um Emotionen. Also Emotionen zu vermitteln oder jeden dem Freiraum lassen zu empfinden zu der Musik und ihm dort vielleicht einen Anschluss, einen Impuls zu geben. Also wir versuchen, Durchfühltes von uns so zu wiederzugeben, dass andere es wieder durchfühlen können. Eine Stimmung, in die man sich so reinversetzen kann, man Ja. hört diese Musik und dann hast du diese bestimmte Lebenssituation, in der du gerade steckst und dann kannst du dich da irgendwie reinhören, obwohl es vielleicht nicht ganz klar sagt, dass irgendwie dein Freund nicht verlassen hat oder sonst was. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht so klare Kontexte vorgeben. Waren gemeinsam zum Beispiel schon in England und haben dort, was uns auch ein Stück zusammengeschweißt hat in so einem fremden Land und gerade für die Musik natürlich ein interessantes Land, wo immer neue Dinge passieren. Aber ich denke auch einzeln sind wir ganz gut rumgekommen. Also Ja. Nico war in Israel ein halbes Jahr, Pablo Ja. war in den USA, ich war in Frankreich. Also da spielt, glaube ich, auch so ein bisschen was Weltliches auch mit, weil wir auch einfach alle in verschiedenen Regionen waren und auch verschiedene Kulturen wahrgenommen haben, die jetzt hier vielleicht auch sich unterbewusst vermischen, ne? Ja. Alternativer Independent würden, sagen wir jetzt Würden wir zu so uns, unterschreiben erstmal. ja. Und was unser Element natürlich noch ist, zusätzlich auch verbreitet natürlich der Synthesizer. Das heißt, wir versuchen auch elektronische Elemente reinzubringen oder auch ein Ja. bisschen rhythmisch vielleicht auch was Neues zu wagen. Auch ruhig mal minimalistisch zu sein. Das heißt, nicht immer Ja. die krassesten und dicksten Sounds zu machen, sondern eben auch bewusst Songs zu reduzieren auf das Wesentliche Ja. und somit eben auch das Existenzielle hervorzuheben. Worauf kommt es an? Was brauchen wir? Weniger ist mehr. Also versuchen, alles Überflüssige rauszuschneiden, wie in so einem Film. Das heißt, man nimmt nur noch das, was man braucht, um die Geschichte zu verstehen und um es zu durchfühlen. Und den Rest versuchen wir wegzulassen. Und ich denke, dass wir mit unseren neuen Songs da auch ganz gut fahren und dass wir da viele Neuerungen drin haben. Und wer unser Album, wer unsere Songs kennt vom ersten Album von Wallpaint jetzt, was gerade noch draußen ist, wir arbeiten jetzt gerade an der zweiten Scheibe und der Name ist noch geheim, aber und da kann man sich schon auf natürlich immer noch den Art-Wise-Style freuen. Es bleibt ähnlich, aber es werden ein paar andere Sachen vorkommen. Es Paar wird andere Seiten. ein paar andere Seiten, ja. White Trash. Ja, White Trash war schon verdammt cool. Das hat Verdammt richtig geil. Spaß gemacht. Das war auch ein super schöner Club. Komplett voll. Also Und ja. guckst einfach. Das war für mich auch immer so ein Idol. Ich bin da früher. Also so ein Platz, wo ich immer spielen wollte. Und dann halt da zu spielen. Und da hatten wir auch schon Angst, ist da jemand überhaupt? Und dann war es komplett voll. Du hast durchgeguckt durch diesen. Unten im Keller, alles voll. Und das war eine Wahnsinnsstimmung. Der Sound war perfekt. Was ihr euch natürlich
noch angucken könnt, ist unsere Homepage. Also entweder guckt ihr auf Facebook oder wir haben auch eine offizielle Seite. Genau. Ihr könnt einfach bei Google ArtY eingeben und dann findet ihr unsere CDs, unsere Songs, Konzerttermine. Ansonsten dranbleiben, das Ball kommt demnächst. Oder es ist in Arbeit. Demnächst legen wir nach. Und darauf kann man gespannt sein. Und Auf YouTube, das auch ansehenswert, ja. Haben wir ein Video von You're So High. Und das kann man sich auch machen. Genau. Einfach mal informiert euch, hört euch Songs an und wir würden uns freuen, euch zu sehen. Mal. Oh,